Hallo Freunde, hier ist Olala und Solala. Ich hoffe, es geht euch gut. Sollte es euch in manchen Situationen mal nicht so gut gehen, dann gibt es dort Abhilfe. Deshalb wollte ich euch heute so ein bisschen was über ätherische Öle erzählen. Im Rahmen meines Studiums zur Phytotherapeutin ist auch ein Blog dabei, die Aromatherapie. Und die funktioniert mit ätherischen Ölen, auch mit Räuchern. Und dazu wollte ich euch einige Sachen sagen, weil in letzter Zeit, wo ich ja jetzt so viele ätherische Öle ausprobiert habe und die auch anwende, sagt die eine oder andere Freundin zu mir: Mensch, wonach riechst du denn? Was ist das denn und so? Und dann erzähle ich das immer und erkläre das. Und dann sagen die: Ach, das ist ja toll, das wollen wir auch ausprobieren. Und bislang gab es da also nur tolles Feedback und die haben gesagt: Mensch, das ist ja super, das will ich auch. Und deshalb wollte ich euch so ein bisschen was dazu erzählen. Wenn ihr also mal sagt, ihr habt das eine oder andere Wehwehchen oder das eine oder andere Hautproblem, dann kann man mit ätherischen Ölen dort wirklich eine ganze Menge machen. Ihr habt es ja vielleicht gesehen, meine selbstgemachte Sonnencreme, die habe ich ja auch in großen Teilen mit Lavendelöl und Karottensamenöl gemacht. Das sind also dann schon Öle, die eine gewisse Qualifikation für den Sonnenschutz mitbringen. Die haben nämlich schon einen natürlichen Schutz für uns und für unsere Haut mitgebracht. Wenn ihr euch also diese kleinen Fläschchen von ätherischen Ölen zulegt, von verschiedenen Firmen sind die ja auf dem Markt, müsst ihr einige Sachen beachten. Für was ihr euch auch immer entscheidet, was für euch in welcher Situation vielleicht ganz besonders gut riecht, könnte dann auch sein, dass ihr das gerade braucht. Das ist ja immer so eine Indikation. Es sollte auf jeden Fall immer so sein, dass da drauf steht, dass es ein 100% ätherisches Öl ist. Ganz wichtig ist auch, wenn mal etwas ein bisschen preiswerter ist, ihr müsst auf verschiedene Keywords achten. Wenn da naturidentisch drauf steht, dann heißt das so viel wie synthetisch. Außerdem müsste auf dieser kleinen Flasche, auch wenn es noch ganz klein geschrieben ist, müsste immer drauf geschrieben sein, aus welchem Teil der Pflanze dieses Öl gewonnen wurde. Dann gibt es immer noch natürlich das Land, aus dem es kommt. Dann gibt es immer noch verschiedene Nummern zur Registrierung. Und dann, wenn ihr euch entschieden habt für ein spezielles Öl aus verschiedenen Gründen, zum Beispiel Lavendel, das ist ja etwas, das kennt ja fast jeder. Aber man kann wirklich tolle Sachen damit machen. Ich mache das zum Beispiel so, dass ich mich dann entscheide für ein Trägeröl. Das sind dann Öle, die diese ätherischen Öle mit in die Haut nehmen, weil ihr die ja nicht zu großen Teilen direkt auf die Haut auftragt, sondern die dann zum Beispiel mischt. Also ich habe jetzt in letzter Zeit immer sehr, sehr gerne ein Avocadoöl genommen und da würde ich mir dann direkt immer frisch anmischen in die Hand 5 Tropfen von dem Avocadoöl. 3, 4, 5. Und dann, wenn ich jetzt eine Hautpflege machen möchte und mich ein bisschen beruhigen möchte, dann nehme ich dazu 1 Tropfen Lavendelöl. Und das wäre dann so etwas, wo ich sagen würde, das tue ich mir direkt auf die Haut. Es könnte auch sein, dass ich Hautirritationen habe, vielleicht gerade eine Hautentzündung habe, keine offene, aber dann könnte man dazu zum Beispiel auch noch Weihrauch nehmen. Jetzt muss ich mal gucken, wo das hier ist. Weihrauch hat nämlich zum Beispiel einen Inhaltsstoff, der heißt Boswellia und der ist heilend auch. Erstmal riecht es sehr schön, ganz toll. Und dann würde ich davon noch 1 Tropfen dazugeben und das habe ich dann direkt angemischt. Und dann trage ich das direkt auf und durch dieses Trägeröl, also in diesem Fall das Avocadoöl oder man kann auch unser selbstgemachtes Johanniskrautöl, das habt ihr ja vielleicht gesehen, das Video, dafür hervorragend hernehmen, dann pflegt ihr eure Haut damit ganz, ganz toll. Ihr könnt auch Agaröl nehmen, das seht ihr dann, was ihr gerade habt und was ihr auch besonders gerne mögt. Beim Weihrauch, der ist ja immer so ein bisschen, also man kennt ihn ja aus der Kirche oder eben vom Räuchern, kann man aber auch noch sagen, gibt es ja, das ist ja ein Harz, gibt es ja Kristalle letztendlich, also Harzstücke. Ich habe mir von einer Freundin das mitbringen lassen, die war im Oman und es riecht ganz toll, da gibt es also wirklich so hervorragende Stücke und die tue ich mir manchmal auch ins Wasser. Das heißt, ich nehme so ein Kristall. Und das gieße ich dann einfach auf mit einem Wasser und dann lasse ich das 6-8 Stunden ziehen. Und dann habe ich ein wunderbares Weihrauchwasser, das erstens sehr erfrischend ist und gut schmeckt und mir auch innerlich gut tut.
Natürlich, wenn etwas hilft oder wenn etwas nutzt, muss man auch immer aufpassen, hat es manchmal auch Wirkungen, die man vielleicht in manchen Situationen nicht nehmen sollte. Also bei Schwangeren oder bei Kindern sollte man zum Beispiel keinen Weihrauch innerlich anwenden. Nur, dass ihr das wisst. So, das kann man jetzt stehen lassen und dieses Harzstück wird dann ganz aufgequollen, löst sich auf und gibt ganz viel ans Wasser ab. Das könnt ihr aber immer wieder aufgießen. Das ist zum Beispiel ein toller Tipp, den habe ich diesen Sommer ausprobiert und eine Freundin von mir ist da auch komplett begeistert und macht das jetzt auch immer. Die hat das immer in ihrer Trinkflasche mit dabei. Bekannt ist euch ja sicherlich auch die Pfefferminze als ätherisches Öl. Wenn man mal ein bisschen Kopfschmerzen hat oder kaputt ist, kann man gerne auch mal etwas davon an die Schläfen geben. Das ist auch bei Erkältungen sehr gut einzusetzen und hilft da also auch sofort einen etwas wacheren Blick zu kriegen und hilft auch wirklich bei Kopfschmerzen. Also ich muss sagen, wenn man merkt, man kriegt so einen kleinen Kopfdruck, dann ist das also eine super Lösung. Dann könnte man noch die Zistrose, habe ich euch auch schon mal ein Video zu gemacht. Die Zistrose kann man als Tee trinken, die kann man auch als Öl nehmen. Ich mache die manchmal, wenn ich vorbeugen will, dass ich eine Erkältung bekomme, in ein lauwarmes Wasser und trinke davon einen Tropfen in einer Tasse. Das stärkt das Immunsystem, das ist ja eine ganz besondere Heilpflanze. Aber es ist auch ein super Tipp, ich habe mir nämlich gestern ganz, ganz doll den Kopf gestoßen. Also wirklich so doll. Oh, und dann habe ich gedacht, was mache ich jetzt da eigentlich drauf? Also es ist keine offene Wunde, aber es ist doch ein rechtes Hämatom. Und da kann man auch ein bisschen mit einem Trägeröl dann wiederum, also ich habe in dem Fall etwas von meinem Johanniskrautöl genommen, habe mir auch wieder eine kleine Menge auf die Handfläche gemacht und zwei Tropfen von der Zistrose drauf gemacht und das dann eingerieben. Und das macht sofortige Linderung und man sagt, das Hämatom wird dann nicht so doll. Das ist also auch ein sehr, sehr guter Tipp für Leute, die mal zu blauen Flecken oder Beulen neigen, weil sie überall gegenlaufen. Dann wäre noch ganz wichtig zu wissen, Zitrusöle, also zum Beispiel die Zitrone oder das Grapefruitöl, die sind generell stimmungsaufhellend. Also bei depressiven Verstimmungen oder schlechter Laune oder so, da hilft euch das einfach. Abgesehen davon, dass es natürlich auch antibakteriell wirkt, also Grapefruitöl zum Beispiel auch, wenn man Akne hat, kann man das auch in ein Trägeröl machen und das desinfiziert halt auch. Dann kriegt ihr auch den ein oder anderen Pickel weniger. Und es gibt eine Forschung zu Grapefruitöl, das ist ganz interessant. Frauen, die nach Grapefruit riechen, werden durchschnittlich von Männern in diesem wissenschaftlichen Test bis zu 6 Jahre jünger, dynamischer und frischer geschätzt. Also das ist ja auch schon mal ein guter Grund für diese Öle. Und dann ist natürlich auch noch ein Öl, das kennt ihr alle, das gibt es in verschiedenen Seifen, das gibt es in verschiedenen Anwendungen, in Haarshampoos, das Teebaumöl. Als ätherisches Öl ist es eins der empfindlichsten Öle. Generell, wenn ihr ein ätherisches Öl euch zulegt, ihr müsst die immer wieder ganz, ganz gut verschließen und ganz gut im Dunkeln aufbewahren und auch gerne kühl, weil die verrauchen nämlich. Und beim Teebaumöl geht das ganz, ganz schnell. Nachdem ihr das geöffnet habt, hat das Teebaumöl seine Wirkung in 7 bis 10 Tagen schon halbiert. Und wenn ihr das ganz lange stehen habt und denkt, ach, da habe ich ja irgendwo noch eine Flasche Teebaumöl und das wollt ihr dann benutzen, dann kann das sogar sein, dass es zu Hautirritationen führt. Also damit sollte man sich auch auskennen. Ansonsten ist das Teebaumöl natürlich auch großartig. Hatte das neulich im Bekanntenkreis, da gab es ganz neu auftauchende Warzen an der Hand und dann habe ich gesagt, Mensch, probier das mal, nimm dir einfach einen Q-Tip, so ein Wattestäbchen und betupf diese Stelle und schwuppdiwupp, nach ein paar Tagen hat sich diese Warze, das ist ja so ein kleiner Virus, auch einfach wieder zurückgebildet. Also hat man dadurch auch bye-bye Warze gesagt, da musste man nichts vereisen und so, das war also auch prima. So, und jetzt vielleicht nochmal zum Schluss, dass ihr nochmal wisst, wie stark in der Wirkung und wie konzentriert ein ätherisches Öl ist. Man kann sagen, dass ein Tropfen ätherisches Öl gleich 30 Tassen Kräutertee sind. Also, damit ihr da so ein bisschen ein Maß habt und nicht denkt, oh je, ein Tropfen, so wenig, ich schütte da mal richtig drauf. Ich glaube, da macht es uns aber auch ein bisschen leicht, dass die Fläschchen immer sehr klein sind und man natürlich dadurch schon nicht in Verführung kommt, so viel davon zu nehmen. Und deshalb ist es auch, weil die so stark in der Konzentration sind, immer noch mal zu überlegen, wie viel, wenn man sie innerlich anwendet, man davon nimmt. Also weniger ist in diesem Fall immer mehr.
Ich bin aber völlig zufrieden mit allen ätherischen Ölen, die ich ausprobiert habe, mag sie auch als Hautpflege wahnsinnig gerne und kann euch, wenn euch das weiter interessiert, dann auch demnächst noch mehr Öle vorstellen. Das war jetzt mal ein Einblick in meine Favoriten, die ich gerade so nehme. Das kann in einem halben Jahr auch ganz anders sein, weil ich dann andere Bedürfnisse habe oder meine Haut in einem anderen Zustand ist oder mein Immunsystem. Und deshalb wollte ich euch da so einen kleinen Einblick geben. Vielleicht probiert ihr das mal aus, wenn ihr die Möglichkeit habt, einen tollen Kräuterladen bei euch um die Ecke zu haben, dass ihr einfach schaut, dass ihr mal das probiert mit dem Weihrauch. Auch im Wasser ist es wirklich köstlich, es schmeckt erfrischend und dann denkt immer dran, wenn ihr euch Öle, ob das Trägeröle sind, Jojobaöl oder Johanniskrautöl oder Avocadoöl, dass ihr bei allen Ölen auf eine wahnsinnig gute Qualität achtet, weil die wirklich in eure Haut reingehen, sonst hätten sie ja auch keine Wirkung. Also ich hoffe, das Olala hat euch Spaß gemacht und ihr schreibt mir auch in die Kommentare, was so eure Lieblingsdüfte und auch eure Lieblingsöle sind und was ihr wenn auch damit macht. Das würde mich ganz, ganz doll freuen und dann bis bald, eure Andrea. Tschüss. Weniger ist mehr, das gilt aber nicht bei Olala-Videos. Also schaut mal ins nächste rein.